So, ich habe hier eine Fernbedienung und die funktioniert nicht mehr. Das ist wahrscheinlich dasselbe Problem, was viele anderen Elektrogeräte auch haben, die eine Batterie drin haben. Wie man es hier schon sieht, die Batterie ist völlig korrodiert. Also, schon kaputt hier, geht schon gar nicht mehr richtig raus. Hier sieht man es mal. Dann ist auch kein Wunder, dass die Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Wir machen erstmal beide Batterien raus. Die Seite sieht noch in Ordnung aus und wir sehen hier schon, da hat sich schon was gebildet hier, was nicht so schön ist. So, jetzt können wir natürlich versuchen, mit dem Messer drauf rumzukratzen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Darum zeige ich euch das ja nicht. Sondern was ich hier nehme, ist im Prinzip ein bisschen Essigessenz und ein Mattestäbchen. Ich habe schon mal zwei Tücher hingelegt, die ich ein bisschen drüber tropfen kann. Na, komm raus. So. Ein bisschen Essigessenz kommt dann hier drauf, auf das Wattestäbchen. Dann machen wir im Prinzip nur Folgendes. Wir reiben mit der Essigessenz, reiben wir den Kontakt sauber. Und wir sehen schon hier anhand des Wattestäbchens, dass da der ganze Dreck runterkommt. Und wir kriegen die Kontakte wieder super sauber frei. Wenn wir jetzt hier nämlich mit einem scharfen Gegenstand dran gehen würden, dann hätten wir im Prinzip alles kaputt gemacht. So, ist der Kontakt wieder frei und wieder sauber. Noch nicht ganz. Wir lassen das noch ein bisschen einwirken hier. Da hat sich noch was gebildet. Das werde ich dann gleich nochmal rausmachen. Aber hier geht es ums Prinzip. Ach, hier sehen wir schon. Der Essig. Hier seht ihr, was rausgekommen ist. Die Essigsäure löst im Prinzip diese Batteriesäure oder das, was da korrodiert ist, ab. So, dass der Kontakt ist sehr sauber. Kann ich das mal anhand der Batterie zeigen hier? Hier, wie ihr seht, die Kontakte werden wieder schön sauber. Gut, die Batterie können wir jetzt nicht mehr nehmen, das dient jetzt hier nur zur Demonstration, dass man dann sieht, dass die Essigsäure gegen diese ausgelaufenen Teile da hilft. Wie ihr seht, ist das ja schön sauber geworden. Und so können wir, ich zeige es nochmal auf der anderen Seite, ein bisschen mit der Essig hier drauf, das macht nichts, wenn er ein bisschen drüber schwappt. Hier seht ihr diese korrodierte Seite, da nehme ich ein bisschen was von der Essigessenz drauf. Ihr könnt auch normalen Essig nehmen, das geht auch. Und dann wird das alles wieder schön sauber. Ein bisschen einwirken. Dann könnte man die Batterie schon fast wieder nehmen hier. So. Gut, das wird wieder sauber hier. Das ist sauber geworden. Aber Hauptsache, die Fernbedienung, die Kontakte, da macht ihr nichts kaputt. Ihr könnt nichts verkratzen, ihr kratzt nicht die Legierung hier runter, sondern ihr könnt das dann weiterhin benutzen. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr die anderen Kontakte auch gleich nochmal sauber machen. So, jetzt Batterien rein und dann funktioniert das wieder.